Aber mir ist übrigens aufgefallen, oh. Kann das sein? Ich hab den noch nie offline gespielt, darf ich jetzt mal kurz? Und zwar. Achso, du fährst ja jetzt, glaube ich, eh. Ja, hab ich gut. Ne? Nicht da, wo der Mähdrescher reinkommt. Cool. Ja, nee, wir müssen erst mal schauen. Und jetzt können wir auch mehr Missionen machen. Ja, das ist stimmt, cool. Du musst erstmal die Dinger jetzt. Wollen wir jetzt tauschen? Ja, du fährst jetzt sowieso 15 Minuten. Alles Ding ist aber schwer zu lenken, du. Wenn du willst, dass ich es mache, dann kann ich ja auch machen. Nee, wir müssen ja eh tauschen, oder? Warum? Ich bin doch gefahren. Ja, wir müssen doch tauschen. Ja, du musst fahren. Ja, deswegen. Ja, deshalb. Aber du kannst doch von da, oder? Na, stimmt. Nicht, oder? Weil dann hol ich nämlich jetzt den Traktor. Welchen mal wir nehmen? Für was? Ah ja, für die Ballen. Wir brauchen doch Ballen. Ballen. Ach, weißt du, dann fahren wir einfach alles raus. Das können wir danach noch machen. Wir sind ja so messy, Leute. Komm, fahr. Der Mähdrescher steht auch noch irgendwo rum. Also ist am Ende kann man das doch alles reinräumen, wenn wir die sowieso nachher. Aber wir haben die Hufeisenjagd ist ja jetzt dran. Die können wir ja mit dem Traktor machen, den wir da in der Öde, in der Öde. Pampe da abgestellt haben. Die müssen wir das sieht irgendwie so komisch aus. Das ist so ein kleines Ding, so riesengroß. Das sieht so geil aus, sieht mal episch. Ernsthaft. Kommt der damit überhaupt klar, der Traktor? Ich glaube schon. Müsst ihr noch mit der Palettengabel. Und nächstes Mal nehmen wir den großen, das sieht so scheiße aus. Ja. Wir müssen mit der Palettengabel auch mal schauen, weil ich bin mir da nicht sicher, welches Ding wir brauchen. Oh, komm, fahr. Guck, da ist doch so ein kleines Stück noch. Nimm mir das gleich mit. Nein. Doch, wieso? Fünf Ballen haben wir produziert. Ich glaube, wir können Weizen und Gerste macht ja dasselbe Stroh, ne? Das heißt, wir können eigentlich alles einsammeln. Aber. Hoffentlich. Ja, eine Frage. Kann man damit die Scheiße füttern, die Kühe? Ich bin mir nicht sicher. Weiß ich nicht. Doch, die Ballen kann man da, glaube ich. Ah, wo? Da müssen wir nochmal schauen. Scheiße, wir sind so weit fahren. Aber Ballen sind ja eigentlich für die Tiere gemacht. Deshalb macht man ja die Ballen. Hm. In der Landwirtschaft. Guck mal, ja, Auto, hier, guck mal, was wir haben, ja. Also hast du noch was übrig gelassen, was Kleines. Ach. Egal, das fahren wir rüber. Zu erfahren wir. Oh, gleich kommt was rausgescheißert. Nee, erst bei 100. Es dauert noch ein bisschen. Nein. Ich hab mich so gefreut. Ich glaube, die Rundbeine. Nach dem letzten Test dachte ich, jetzt kommt sofort was rausgescheißert. Kann es sein, dass die Rundbeine einfach viel größer sind, deswegen? Ja. Scheiße. Naja, passiert. Egal, wir werden bestimmt noch viele Felder dafür haben. Ich mache jetzt einfach so, wie du gefahren bist. Hier rüber. Aber es könnte vielleicht. Nein. Naja, 15%. 16. Vielleicht sehen wir noch ein kleines Stück dann. Oder? Nee, der müsste ich noch öffnen. Das ist bei den Quadern so. Oh. Mist. Bei den Quadern sieht man dann die Scheiße noch rauslaufen. So, wollen wir schon gleich danach pflügen oder wollen wir erstmal Ordnung schaffen? Ich denke, das können wir am Ordnung schaffen am Ende, oder? Ja, stimmt. Die Arbeit geht vor. Ja. Ach, was nehme ich noch? Ah, komm. Alles ist wertvoll. Ich stehe nicht. Ah. Muss ich es jetzt mitgenommen? Ja, nein. Nein. Ach, das Weizen, oder? Das ist dasselbe. Habe ich doch voll fünf Minuten gesagt. Hab ich schon 5 Minuten gesagt. Ja, ich. Oh, jetzt natürlich. Komm. Ab. Egal, machen wir. Ja, ich fahre noch kurz. Oh. Muss ich aufpassen, wenn ich mit Fahrrad zurückfahre. Wenn ich geblitzt, ja, sagt das Radio. Hm. Wo? Am Philipp. Hm. Das habt ihr jetzt alle mitbekommen. Wo ist das Philips? Nein, da wohne ich nicht. Nur falls ihr jetzt googelt danach, da wohne ich nicht. Aber. Sondern in dem Ort danach, aber der Pilzer steht ja. Du wirst wohnt da gar nicht. Nein. Nein. Es gibt keinen Ort namens Philips. Philips also. Philips ist ein Krankenhaus für euch alle, ja? Thomas da wohne Phillips. Ich natürlich nicht. Thomas Philips. Thomas Philips. Ja, okay. Das war schlau. 15 Minuten geht diese Session noch. Oh, T-Bats von Elf. Das ist ja auch eine geile Persönlichkeit, muss ich jetzt mal sagen. Also,
gestern bei TV Total haben die das gesagt. Ich weiß. Dreimal hat die das ausgesprochen. T-Bachts van Els. Aber ich glaube, das haben die extra so eingespielt, oder? Weil die hat ja dreimal gleich geguckt. Ja. Die wird doch dann lachen. In seine Badewanne hat er sich noch fünf mit reinknallt. Das fand ich, war der beste Satz, den Stefan Raab je gebracht hat. Ich schaue ja jeden Tag eigentlich TV Total, denn ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen, Total, aber TV. Diese Sendung ist einfach der Hammer. Wie feierst du? Ja, bevor jetzt meine Lehrerin das schaut, wenn Schule ist, schaue ich es natürlich nicht. Ja? Hä? Weil es um 0 Uhr kommt. Oder um 11 Uhr. Viertel nach 11. Oh. Oh. Tja, mit so dicken Gerät kannst du nicht umgehen, ne? Als ob die Lehrer... Oh. Du bist gewohnt, so nah am Baum vorbeizufahren. Da ist ein Baum. Ich weiß. Ist mir klar. Du musst aufpassen. Bitte bleib. Ich weiß. Der will aber nicht raus. Das hört sich voll pervers an. Baum? Der will nicht raus. Das war Jesus. Eigentlich auch hier, oder? Na, naja, wenn er sagt, beide. Der geht nicht raus. Oh. Wieso bleibst du da immer stecken? Aber ihn... Für ihn ist es ja gut, wenn er nicht rausgeht. Nur für sie. Schmerzhaft. Naja, mal so, mal so. Kommt auf die Persönlichkeit. Außer man heißt T-Bart van Els. Darf ja gar keine Frau haben. Warum? Ja? Weil er Pfarrer ist. Oder sogar Bischof. Beides. Bischof. Jetzt fährst du da lang, da passt nicht durch. Alter. Ich will das einsammeln. Oh. Einsammeln. Wir haben keine Zeit. Du hast keine Zeit. Du sollst diese Mission machen. Ja, dann mach ich die jetzt. Wo ist das überhaupt? Cool, dann muss ich das nächste Mal wieder den zurückfahren und aus da rausbringen. Deswegen beginnst du auch immer mit dem Zisch. Ja. Schön. War alles geplant. Ich hoffe... Oh. So ein Fail. Oh. Ich hoffe, ich darf das nächste Mal... Darfst du nicht. Könnt ihr euch darauf einstellen. Eine neue Mission machen, nichts mit Mähen, sondern mit... Das wird aber schwer, gell? Ja, das ist mir egal, dann wird's schwer. Da brauchen wir vielleicht... vielleicht brauchen wir dann auch drei. Vielleicht sollten wir zwei von den Dingern kaufen. Eine sollten wir in die Stadt... Na gut, die Stadt ist ja nicht so weit weg. Weil die meisten Missionen befinden sich ja in der Stadt. Ja. Von den egal, schauen wir einfach mal. Ups. Das können wir... Mit dem Mähen haben wir auch erst... Wir haben erst mal geschaut und dann... Wenn die Aufnahme vorbei ist, musst du, ne? Du musst drauf achten. Ich jetzt hier fahre. Ich kann das nicht, sonst musst du immer. Aber ich schaff das hier ganz. Oh, wir nehmen seit 70 Minuten nicht mehr auf Tuschenslide. Scheiße, ich habe die Grasmaßnahmen deaktiviert. Ups. Entschuldigung, ach. Gras. Tut mir leid. Ja, jetzt haben wir nicht so viel zum Rauchen. Doch, das ist doch egal. Das ist eh sau viel. Guck mal, ist jetzt schon bei 6%. Ich bin bei 20 schon. Ich bin eben zurückgefahren, ja? Das ist scheiß viel. Ich will den Zeitbonus. Ganz viel Zeitstrafe. Ich will ganz viel Zeitstrafen. Und vor allem, wir haben einen riesengroßen Kredit aufgenommen und haben jetzt weniger Geld, als wir davor hatten. Ja, das ist... Scheiße, wir müssen 200.000 zurückzahlen. Nein. Doch. Das machen wir dann off-screen nach dem Let's Play. Bestimmt. Ja, das, damit wir auch ehrliche Leute sind. Ja, aber eigentlich müssen wir das ja nie zurückzahlen, gell? Nein. Ist voll gemein. Egal. Wir sagen jetzt nicht mehr, dass wir einen Kredit aufgenommen haben, ja? Fällt doch überhaupt nicht auf, gell, wenn wir uns eine Ballenpresse gekauft haben und einen Frontlader mit Zubehör, haben wir nur 10.000 Euro weniger, gell? Wenn ihr Leute gerade die letzte Folge nicht geschaut habt, oder ich weiß nicht, ob es immer noch eine Folge ist, dann habt ihr Glück. Dann müsst ihr nämlich das nicht, dann haben wir Glück eigentlich. Ja. Ja. Also schaut euch einfach die Folge an, wo wir die Beinpresse gemacht haben. Nein, schaut euch die nicht an. Und ganz viel anderes. Doch, dann kriegen wir voll viele Klicks und voll viel Money und so, ja? Geil. So 5.000 Euro pro Minute. Genau, dann so, Folge geht eine Minute, 5.000 Euro, juhu. Genau, wir machen das, jede Folge nur eine Minute. Das ist unser Plan. Das ist doch eigentlich egal. Wir können auch gleich eine Folge in 20 Minuten kriegen. Wir jetzt 5.000 Euro pro Minute. Nein, natürlich nicht. Also wir können, wenn es lustig wäre, wenn wir für jede Begrüßung 1.000 Euro kriegen. Hallo. Auf dem Vorbei, hallo. Ich krieg ja dafür 1.000 Euro pro Begrüßung. Deshalb mache ich die auch immer so. Echt, von mir kriegst du nein, das? Ich krieg kein Geld, verdammt. Und ich bin pleite. Ich weiß.
Nein, Bräte bin ich nicht. Nein, ich kann schon kannst viel du nicht leisten. Auf Siegen ja. fahren, gell? Es geht, wenn ich mir ein Haus kaufe, geht's ja eh auf die Kirchensteuer, ja? Dann hole ich mir auch eine 15.000 Euro Badewanne mit 5 Minuten drin. Verstehst du? Hahaha. Nee, echt? Das hat er sich. Also. Ja, ich weiß, aber das musst du nicht gleich nachmachen. Doch. Ist ganz schön hoch. Das ist voll mein Vorbild, der T-Bars von Els. Ja, also, ich meine. Jetzt mal ganz ernsthaft, wer ist so blöd und kauft ein Haus für 40 Millionen? Du. Ich? Meine nicht. Mutter? Marcel? Ja. Seine Mutter? Nein. Oh, Thema auch von Els, der was keine. Was soll das? Er hat halt keine Familie, ja? Hallo. Ich bin fertig. Hä? Mobbing. Hä? Hä? So langsam wird's aber knapp, du. Was soll das? Bei mir hat es doch auch durchgehen lassen, als ich ja noch voll viel hatte. Hallo, das ist auch wenig. Ja, hallo, ich habe gar nichts gemacht eben gerade. 4.900 ich Euro weiß, plus wieso. 410 Zeitbonus. Die wollen jetzt nicht so viel Zeitbonus geben. Das machen die extra bei einer halben Minute. Oh. Kaka. Kaki. Kaki. Okay. Pull das mal hier weg. Wir haben noch knapp 7, 8 Minuten. So. Ach, 78 Minuten. Genau, das ist schlau. Wenn du ihn jetzt nicht mehr da runter bekommst. Achtung, dann, Achtung, Achtung. Kaki. Oh, yeah. Wir müssen Gott. Sieht aus wie so ein. Wirklich wie so ein. Scheiße. Geöffneter Mund. Oh, du kommst sogar runter. Und hier schön einmal. Du willst dich das immer noch? Achso, ich hab das ja auch mal noch alles an. So, jetzt. Es ist ruhig. Genau, cool gedreht. Haben wir lange nicht mehr gesagt, genau wie das war schlau. Du sagst in jeder Landwirtschaft-Folge. Nein, wir haben so lange keine Landwirtschaft mehr aufgenommen. Ein Monat ist es her. Oh mein Gott, wir haben viel verpasst. Oh. Ist das schon mal aufgefallen? Mist! Also, ihr seht zwar noch. Du hast kaputt gemacht. Wie komme ich hier raus? Ach so. Ich hatte einige mal. Nein, jetzt müssen wir da nochmal hinfahren. Ach. Oh. Bitte. Ich schaff das. Ich bin der Meister. Ich bin ja, der Meister in Sachen nicht mehr raus zu befördern, bla. Dings. Doch, siehst du. Aber ist das schon mal aufgefallen? Ihr seht zwar noch eine aktuelle Folge. Aber die Folge wurde am 21. September aufgenommen, Folge 47. Also noch. Jetzt nicht diese hier. Ja, die Folge wurde am 16. Oktober aufgenommen. Und wir haben zwischen der Folge und der anderen Folge einen Riesensprung gemacht in der Landwirtschaftsgeschichte. In Landwirtschaft gehe ich hier. Ja, das war so. So, ich mach das hier noch zu Ende. Wir räumen in der nächsten Session auf. Wir sind ja so faule Bauer. Ja, da muss ich ja auch starten. Ja, du hast es jetzt gesagt. Ich hätte gesagt, komm, ich mach am Anfang. Ach nee. Ja, siehst du. Ich mach das hier gerne. Du räumst doch immer so schön so gerne auf, gell? Ja. Wie in deinem Zimmer. Mein Zimmer räume ich nie auf, aber wenn ich sonst was aufräumen soll, mach ich es echt gerne. Ja. Das ist echt so. Man will sein eigenes Zimmer nie aufräumen, weil man das scheiße findet. Aber ja. Andere Sachen räumt man voll gerne auf. Aufräumen macht mir Spaß. Aber ich bin zu faul, mein eigenes Zimmer aufzuräumen. Ist ja auch mein. Im Moment fühle ich mich auch wohl in meinem Zimmer, auch wenn es unaufgeräumt ist. Ist ja mein Zimmer. Mein Zimmer ist so. Die Maschine kannst du ja schon mal in die Dings reinbringen, oder? Nein. Das machst du alles schön in der nächsten Session. Unterstand da. Dingsstand unter. Land unter. Ich möchte hier nur mal kurz mit dem Ding. Warum bist du nicht gleich in die Dings reingefahren, Mann? Weil ich das hier noch kurz gehe. Was mach ich jetzt? Oh. Du hast kaputt gemacht. Bevor du es kaputt machst, ja, hör auf. Achtung jetzt, Achtung jetzt. Guck, es bewegt sich sogar da oben. Ja, okay. Und warte, wenn ich es wechsle. Oh, ist genau dasselbe. Hä? Sollten wir in der nächsten Session dann eigentlich erst aufräumen oder erst das Feld machen? Das Feld? Und dann noch das große Feld und dann kommen wir nicht mehr zum Aufräumen. Das ist klasse. Doch, Moment, du räumst in der Folge erstmal auf. Ach, weil das Feld ist ja noch nicht fertig. Und wenn es fertig ist? Ja, dann.
Oh, er ist der Meister im Fangen. Kurz, aber wirklich, wenn es da unten... Aha, da unten geht's nicht mehr. Fahr mich da runter. Ich finde, das ist das geilste Gerät, was wir bisher gekauft haben. Ja, das stimmt. Das wird unser neuer Liebling. Auch wenn er wahrscheinlich unmöglich zu steuern ist. Aber wirklich, der ist... Nein, da kommt der Metra. Nee, guck mal, der ist sogar ein bisschen schwer zu steuern. Schau mal, wenn du so stehst und um die Kurve gehst, bewegt er sich mit. Das ist ein bisschen schwer. Wo fährst du denn hin? Da ist der Mähdrescher. Oh, wie das aussieht. Guck mal, wetten, das kriege ich jetzt noch. Oh, so schön klein machen. Ich will nur mal schauen, was das für Funktion hat. Oh, mit 3D. Warte. Mit 3D, ja. Okay, warte. Geht das so auf? Das geht so auf. Dann machen wir das so runter. Dann können wir da durchfahren. Dann fahren wir da durch. Für was ist das denn? Ja, weiß ich gar nicht. Ich weiß den Namen nicht. Das hätten wir vielleicht vorher uns aufschreiben sollen. Ach, egal. Ich glaube, das ist zum Pre... Und mit den anderen Dingern, da holen wir die Dinge, die Ballen. Aber ich weiß nicht, ob das mit den runden Ballen so gut war. Ich glaube, dieses Ding, wenn wir jetzt mal fahren würden, danke. Dieses Ding hier. Also da, wo das Ding gerade drauf ist. Sieht nicht sehr rund aus. Ja, ich glaube, das ist wegfahren, aber also weiß ich nicht. Naja, egal. Die Schaufel. Im Notfall schieben wir einfach mit dem Fahrzeug die Ballen. Dann machen wir das so. Haben wir wieder den längsten. Und dann schieben wir das. Okay. Aber ich finde das cool. Der hat sogar eine schöne Leuchte so. Ja, okay. Also diese Session neigt sich auf dem Ende zu. Noch 2 Minuten haben wir. Ja, und ich denke, ich fahre nochmal hier schön. So quer so und dann mache ich selbst mal. Oh, das sieht doch geil aus. Mit dem Sonnenuntergang. Geil. So. Ist das geil. Vor allem die neuen Fahrzeuge musst du zeigen. Das ist wichtig, ja. Und dann bleiben wir einfach so stehen und machen die Verabschiedung. So. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt einfach. Also, die Session war mal wieder geschichtsträchtig. Wir haben viele neue Fahrzeuge geholt. Wenn! Weil diese Session wird ja in... Wenn! ist ja nicht eine Folge. Könnt ihr euch, wenn ihr euch noch nicht angeschaut habt, auch wir kriegen die ja, Folgen davor anschauen. Wir kriegen jeden Tag mehr Geld wegen den Kühen. Ja, wegen... Die machen Milch. Wegen... Wie heißen sie? Mist, das wollte ich mir aufschreiben. Egal. Wie die zwei halt heißen. Wir haben... Ihr habt nämlich Namensvorschläge gemacht, beziehungsweise einer hat Namensvorschläge gemacht. Und so heißen Weil du hast ja auch nirgendwo angekündigt, dass die Namensvorschläge gemacht. Du hast es nur ins Forum geschrieben, sonst nicht. Ich glaube, sie heißen Bertha. Eigentlich hieß Bertha, meine ich. Ja, Bertha. Bertha und Helga. Helga, oder? Helga? Weiß ich nicht. Bertha auf jeden Fall. Helga, mal schauen. Wir müssen nur schauen, welche Kuh wie heißt. Die können wir am Ende eh nicht auseinanderhalten. Doch. Die eine macht Mu, die eine macht Mu, die andere macht Mö. In der nächsten Session werden wir... In der nächsten Session wenn das Feld werden wir aufräumen. Wenn das Feld fertig ist, die 16, werden wir sie ernten. Ja, jetzt hör doch mal auf. Und das zweite illegale Feld werden wir wahrscheinlich bereit machen. Also pflügen, sehen und sehen. Bearbeiten. Und sehen, wie es wächst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Warte, und wenn wir mit dem Aufräumen fertig sind, was machen wir dann? Nach einem vollständigen Kacken. Satz? Wenn mit dem Aufräumen fertig sind. Bis zur nächsten Session, eure Jungs von Wenn LB. Sieh du LB, bis dann. Tschüss.